Brandenburg an der Havel, eine Stadt am Fluss. Immer in Bewegung. Einheimische wie Touristen entdecken eine Stadt im Wandel neu. Ich sage zu Brandenburg an der Havel, es ist Klein-Venedig. Sie laufen nicht länger als 5 Minuten und sie stehen wieder am Wasser. Auch Zugezogene fühlen sich hier sofort heimisch. Das Schönste an meinem Job ist eigentlich, ja, man sieht's doch, ne? Ich bin die ganze Zeit auf dem Wasser. Die Arbeitslosigkeit sinkt und die Geburtenrate war noch nie so hoch wie heute. Ich wusste gar nichts davon und dann sagten sie mir nach der Minute, ach übrigens, sie haben das Rennen um das 1000. Kind gemacht. Jugendkultur, Street Art und Skaten. Auch das ist Brandenburg. Das Schöne am Skateboarding ist, dass es nicht nur um den Sport geht, sondern die ganze Kultur drumherum. Wenn du Skater bist, bist du eigentlich mit jedem gleich in einem Kontakt. Venedig. Diesen Spitznamen hat Brandenburg an der Havel sich wirklich verdient. Allein in der Innenstadt gibt es 58 Brücken. Die bekannteste Brücke der Stadt, die Jahrtausendbrücke. Ihren Namen hat sie 1929 bekommen, anlässlich der 1000-Jahr-Feier der Stadt. Wer hier Sonne tankt, bekommt Fernweh. Ständig schippern Boote mit Urlaubern vorbei. Touristen stechen von Brandenburg an der Havel aus in See, um das malerische Umland zu erkunden. Die Havelstadt gehört zum Blauen Paradies, Europas größtem zusammenhängenden Wassersportrevier zwischen Elbe und Oder, Ostsee und Spreewald. Mitten in diesem Wassersportparadies, nur 2 Kilometer vom Zentrum der Stadt entfernt, liegt die Stadtmarina Brandenburg mit ihren 60 Bootsliegeplätzen. Geschäftsführerin Sarah Engel hat die Bootsbranche schon als Kind kennengelernt. Ihre Eltern haben ein Charterunternehmen an der Müritz. Sarah Engel ist erst Ende 20. In einem Alter, wo andere noch zur Uni gehen, ist sie bereits Chefin von 3 Angestellten und einem Azubi. Eine junge Chefin, das ist nicht immer so einfach gewesen und es ist auch immer noch nicht. Man muss sich natürlich durchsetzen und das ist immer etwas schwierig, wenn die Angestellten ja doch immer älter sind als einer selbst. Und ja, aber man versucht es dann mit freundlicher Art irgendwie zu meistern und ich habe es dann irgendwie geschafft gehabt, dass man mich einfach gern gewonnen hat und mir deshalb gehorcht, hoffe ich. 2014 hat Sarah Engel gemeinsam mit ihrer Familie das riesige Marina-Gelände der Stadt Brandenburg abgekauft. Damals eine karge Brache. Man sieht hier unser Grundstück, wo wir dann das Hafenbecken ausheben mussten, ausbaggern mussten. Sprich, das waren so um die 20.000 Kubikmeter Sand, die wir hier rausgeholt haben. Das sind so 1000 LKWs, die eigentlich durch Brandenburg fuhren, die Stadt beschmutzt haben, weil sie unseren Sand ja wegbringen mussten. Und dann entstand eigentlich hier dann eben das Hafenbecken mit der Grünzone und unserem Empfangsgebäude. 17 Monate dauern die Bauarbeiten. Immer wieder gibt es Baustopps. Für Sarah Engel und ihre Eltern eine nervenaufreibende Zeit.
das Risiko war schon wirklich enorm. Und deswegen sind halt auch oftmals natürlich Tränen geflossen, weil man eben auch Angst hatte. Die Eltern haben einen unterstützt, haben gesagt, wir helfen dir, diesen Traum zu erfüllen. Und man hat immer so im Hinterkopf gehabt, oh Gott, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann müssen meine Eltern ja irgendwie alles aufgeben. Doch zum Glück geht alles gut. Ende April 2016 eröffnet die Marina und ist von Anfang an ausgebucht. Nicht nur die Liegeplätze für Boote, auch die 25 Karawanstellplätze. Zum Arbeiten in solch einem Hafen gehört nicht nur Ankern an Sommertagen. In der kalten Jahreszeit werden die Boote hier fit für die neue Saison gemacht. Mit einem Traktor und dem sogenannten Slipwagen werden die Boote aus dem Wasser gezogen, um sie an Land zu reparieren. Eine lange Winterpause gibt es in der Marina nicht. Wir haben im Winter sehr viel zu tun. Wir holen sprich alle Boote erstmal aus dem Wasser raus, kümmern uns dann um die Boote. Und der Winter ist leider auch immer zu kurz, um alles aufzuarbeiten, was im Sommer eben so an den Booten passiert ist. Spätestens ab Ostern müssen alle Boote wieder in Schuss sein. Ein freies Wochenende hat Sarah Engel dann bis zum Herbst nicht mehr. Neben dem Management des Yachthafens muss sie sich im Sommer auch um die Vermietung von Charterbooten kümmern, die ebenfalls zur Marina gehören. Das Schönste an meinem Job ist eigentlich, ja, man sieht's doch, ne? Ich bin die ganze Zeit auf dem Wasser. Man hat immer mit gut gelaunten Leuten zu tun und man arbeitet da, wo andere letztendlich Urlaub machen. Und das ist wirklich etwas ganz Besonderes. Und dann nimmt man auch gerne in Kauf, dass man auch mal einfach am Wochenende arbeiten muss, an Feiertagen, weil es ist einfach schön. Es macht Spaß. Vom Brandenburger Canale Grande aus ist der Blick auf die heimische Architektur besonders schön. Aber auch zu Fuß. An jeder Ecke historische Gebäude. Zum Beispiel das Rathaus am Altstädtischen Markt. Heute sitzt der Stadtverwaltung. Rechts neben dem Hauptportal steht der Roland. Im Mittelalter wurden viele solcher Statuen aufgestellt. Sie sollen die Freiheit und Eigenständigkeit einer Stadt symbolisieren. Zu den ältesten Gebäuden der Stadt zählt die St. Gotthard-Kirche. Sie wurde bereits im 12. Jahrhundert erbaut. Hier wurde Brandenburgs bekanntester Bürger getauft. Der 2011 verstorbene Humorist Vico von Bülow, besser bekannt als Loriot. Zu Ehren stehen in ganz Brandenburg über 20 solcher Bronzestatuen, die wilden Waldmöpse. Sie sind eine Anspielung auf einen berühmten Sketch von Loriot. Nach seinem Tod will die Stadt Brandenburg ihrem Ehrenbürger ein Denkmal setzen. Den Gestaltungswettbewerb gewinnt die Berliner Künstlerin Clara Walter. Dass wir hier noch ein bisschen was wegnehmen können von dem hinteren Teil. Mhm. Das ist irgendwie so ein bisschen massiv. Zu massiv im Vergleich zu den anderen. In Brandenburg, wo ja auch die Wölfe wieder angesiedelt werden, dachte ich, da muss der wilde Waldmops auch ausgewildert sein. Christine Steffen weiß nicht nur alles über die Waldmöpse, auch die Stadtgeschichte Brandenburgs kennt sie in- und auswendig. Das ist ihr Job. Sie ist Stadtführerin. Bei ihren Touren schlüpft Christine Steffen in die Gewänder historischer Figuren. So wie heute als Marktweib.
Marktvibe ist also immer die gewesen, die die Brücke geschlagen hat zwischen den ganz kleinen Leuten und natürlich auch zwischen den anderen. Sie stand da, sie wusste viel, jeder hat was erzählt, man durfte da vielleicht mal ein bisschen mithorchen und da. Und deswegen war so ein Marktvibe immer toll informiert. Und so ein Marktvibe, wenn man mit dem durch die Stadt geht, da kann man was erleben. Also du musst hier schon die Prioritäten wahren. Machen wir so, ja. Besser ist. Ist hier sündender für dich, wenn du hörst. Glaub mir. Hallo? Hallo, ich bin Marina. Schön, Marina, schön, dich kennenzulernen. So, meine Lieben, hier kann man schön sehen, wie Brandenburg entstanden ist. Langweilig wird es bei Christine Steffens Stadtführungen nie. So, bei mir ist vorne. Dafür sorgt schon der selbstgemachte Likör, den das Marktweib regelmäßig ausschenkt. Gummibärsaft ist das nicht. Lasst es euch schmecken. Und danach verrate ich euch, was es ist, wer das nicht selber rauskriegt. Die Gäste merken schnell, Marktweib Christine ist eine waschechte Brandenburgerin. Sie kennt nicht nur alle Sehenswürdigkeiten, sondern weiß über jede kleine bauliche Veränderung in ihrer Heimatstadt bestens Bescheid. Ich will euch hier was Besonderes zeigen. Und zwar will ich euch diesen Blick gönnen, da drüben rüber. Das ist also die Mühle, die ehemalige Mühle der Neustadt gewesen. Und in anderen Wohneinheiten ist es so, dass man hinter seinem Haus einen Fahrradständer hat. Hier hat man hinter dem Haus einen Bootsanlegeplatz. Auch das also. Fast wie in Venedig. Nach einer weiteren Stärkung geht es weiter zu einem Brunnen, der an ein Brandenburger Original erinnert. Gestatten? Johann Friedrich Andreas Sebastian Bollmann, genannt Fritze Bollmann. Angeblich ist der Barbier beim Angeln im Brandenburger Beetzsee ertrunken. Weiß es jemand anders, meine lieben Brandenburger? Also beim Angeln ist er auf keinen Fall ertrunken. Genau, beim Angeln ist er nicht ertrunken. Der gute Fritze Bollmann hat das Schicksal vieler Pfeiferaucher der damaligen Zeit geteilt. Er ist im Jahre 1901 im Krankenhaus der Altstadt nahe dem heutigen Rathaus sehr qualvoll an Zungenkrebs verstorben. Nichts mit schnellem Ertrinken, meine Lieben. Die Anekdote vom Ertrinken hat sich trotzdem durchgesetzt. Sie hört sich einfach viel besser an, finden die Brandenburger und haben dem unglücklichen Fritze Bollmann im Beetzsee vor den Toren der Stadt ein Denkmal gesetzt. In unmittelbarer Nähe Brandenburgs ganzer Stolz, die Regatta-Strecke. Sie ist die einzige Strecke in Ostdeutschland, die für internationale Wettkämpfe zugelassen ist. 2016 ist sie Austragungsort der Ruder-EM. Auch für nationale Wettkämpfe, wie zum Beispiel die deutsche Drachenbootmeisterschaft, ist die Strecke ideal. Wer es gemütlicher mag, kann mit einem Kanu Brandenburg von der Wasserseite aus erkunden. Eine 4 Kilometer lange Route führt einmal im Kreis um den Kern der historischen Innenstadt. Zumindest fast. Hier am Mühlendamm, wo die Unter in die Oberhavel mündet, ist für wenige Meter Schluss. Für Kanuten geht es hier nicht weiter. Zumindest nicht auf dem Wasser. Doch die Brandenburger haben sich etwas einfallen lassen. Mit einer kleinen Lore können Boote über die Straße ans andere Ufer transportiert werden. Den Schlüssel dazu besitzt Katrin Geißler-Urland, denn sie betreibt in der Nähe des Mühlendamms einen Bootsverleih und ist so immer schnell zur Stelle. Hey Katrin. Hi Mai, grüß dich. Alles gut? Ja, alles bestens. Schick, grüß dich. War cool bisher, mega cool. Viel Spaß gehabt, ja. Schön. So, und jetzt wollen wir über das Wasser und dann weiter unsere Tour machen. Einmal eine Stadtrunde. Genau. Ja. Dann wollte er sicherlich den Schlüssel für den Bootswagen haben. Genau. Ne? Dann ist oben angeschlossen. Vorsichtig beim in Wasser bringen drüben auf der anderen Seite. Da ist es sehr steil. Und dann hoffe ich, dass er viel Spaß noch hat. Alles klar. Cool. Dankeschön. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Das Schöne an der Lore ist halt, dass wir unseren Gästen der Stadt halt anbieten können, dass sie einfach eine Stadtrunde drehen können. Sodass wirklich die komplette Innenstadt, Altstadt, alles, was möglich ist, halt gerade vom Wasserweg, auch den Dom von hinten, dass man sich den anschauen kann und da alles in einer Verbindung, in einer Runde halt abfahren kann. Achtung, Boot auf Hauptverkehrsstraße. In den Sommermonaten, wenn Reisegruppen und Familien in Brandenburg Urlaub machen,
müssen manchmal 40 Boote an einem Tag über den Mühldamm transportiert werden. Doch die kurze Landpartie lohnt sich. Im Sommer, da macht es natürlich riesen Spaß, sich auch ein bisschen sportlich zu betätigen. Und von der Wasserseite sieht Brandenburg an vielen Ecken besser aus oder anders aus, als wenn man es von der Straße sieht. Einen besonders guten Blick haben Kanuten vom Wasser aus auf den Dom St. Peter und Paul. Das beeindruckendste Bauwerk Brandenburgs. Der Dom liegt auf einer kleinen Insel zwischen Havel und Beetzsee. Die Dominsel wird oft als die Wiege der Mark bezeichnet. Denn 948 gründet Otto I. hier das Bistum Brandenburg. Bis zur Grundsteinlegung des Doms selber dauert es aber noch mal rund 2 Jahrhunderte. 2015 feiert der Dom sein 850-jähriges Jubiläum. Ein Fan von historischen Gebäuden ist auch Robert Heimann. Der Architekt arbeitet in Berlin. Doch weil er es in seiner Heimatstadt viel schöner findet, pendelt er täglich. Brandenburg bildet eigentlich eine sehr gute Grundlage, um erfülltes Leben zu haben. Und natürlich spielt der Freundeskreis, der soziale Kontakt auch eine große Rolle. Ich kenne viele aus meinem Freundeskreis, die eben auch woanders studiert haben, aber im Endeffekt doch alle wieder hier sind. So, ne? Weil sie eben wahrscheinlich ähnliches Potenzial in der Stadt sehen wie ich. Aus Liebe zu seiner Heimat zeichnet Robert Heimann brandenburgische Stadtansichten. Zuerst hat er mit den Klassikern begonnen. Der Jahrtausendbrücke oder Brandenburgs Stadttürmen. Inzwischen hat er bereits über 60 Zeichnungen in seinem Portfolio. Mit den Bildern will Robert Heimann den Wandel dokumentieren. So ein bisschen verstehe ich mich auch, oder meine Arbeit auch als Art Tagebuch für die Stadt. Also ich halte auch irgendwie so diese bauliche Entwicklung der Stadt fest. Und es passiert ja sehr viel, insbesondere nach der Wende ist unglaublich viel passiert in der Stadt. Auch die Brandenburger Werft, die Robert heute zeichnet, hat sich nach der Wende total verändert. Heute gibt es hier ein Restaurant. Die Werft ist ein sehr schönes Backsteingebäude, aus dem Mitte des 20. Jahrhunderts entstanden. Traditionsreich hier, der Ort als solches einfach. Hier war eben zu Beginn der Industrialisierung ein riesengroßes Werfgelände für die Stadt. Da drüben wurden zahlreiche Schiffe gebaut. Nicht nur die Werft. Die komplette Innenstadt Brandenburgs wurde in den vergangenen 20 Jahren modernisiert. Ende der 80er Jahre sind viele Häuser marode und drohen zu verfallen. Heute sieht es hier anders aus. Nicht nur Gebäude und Straßen, auch Parks und Plätze wurden neu gestaltet. So auch der Nikolaiplatz. Seit 2017 ein Sitz der Medizinischen Hochschule Brandenburg. Man kann heute in der Altstadt an einer Hand oder an zwei Händen abzählen, wie viele Gebäude überhaupt noch sanierungsbedürftig sind. Also mittlerweile haben wir so einen hohen sanierten Stand, wie sich wahrscheinlich keiner hätte ausrechnen können vor ein paar Jahren. Zu Hause koloriert Robert Heimann seine schwarzen Strichzeichnungen. Er verkauft die Bilder über einen Online-Shop. Übers Internet können Brandenburg-Fans Kunstdrucke, einen Kalender und Stoffbeutel kaufen. Hier in Branne nennt Robert Heimann sein Zeichenprojekt. Inzwischen verschickt er seine Bilder weltweit, bis in die USA oder die Schweiz. Nach Zürich habe ich letztens einen Kunstdruck geschickt zum Beispiel. Also der Brandenburger, egal wo er auf der Welt sich tummelt, holt sich auch ein Stück Heimat von mir, ein Stück Branne nach Hause. Auch für den gebürtigen Sachsen Henk Täufer ist Branne längst seine neue Heimat geworden. 1990 kommt der Schauspieler in die Havelstadt und wird Ensemblemitglied am Stadttheater.
9 Jahre später wird das Ensemble von der Stadt aufgelöst. Henk Täufer wird arbeitslos. Das habe ich überhaupt nicht ausgehalten. Und da musste ich was tun und da kam ich auf die Idee, gründe doch ein eigenes Theater. Und das habe ich getan. Ja, und was machen finde ich toll. Also viele sagen einen Stress, sage ich, nein, ich habe eine Beschäftigung. Ja, ich habe eine Aufgabe. Und geben Sie mir die schrecklichste Aufgabe, ich löse die Ihnen. Das ist meine, da fahre ich zur Hochform auf. Ohne Bühne ein Theater gründen. Wirklich eine Herausforderung. Doch Henk Täufer ist erfinderisch. Er gründet den Verein Eventtheater, treibt Sponsorengelder auf und macht die Stadt zur Bühne. In Kirchen und Klöstern veranstaltet er jedes Jahr den Brandenburger Klostersommer. Ein kleines Theaterfestival. Los ging es 2001 im St. Pauli-Kloster. Damals noch eine Ruine. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Kloster schwer beschädigt. . 2007 sind die Sanierungsarbeiten abgeschlossen. Auch Henk Täufer ist hier mit seinem Theaterverein schon mehrmals aufgetreten. Ja, Grenzen gibt's nur im Kopf. Ja, und wir sind da grenzenlos und wir denken uns Dinge aus und versuchen, Menschen dafür zu begeistern, die uns eine Karte abkaufen, damit wir überleben. Und ich kann Ihnen sagen, wir sind ein Theater, was sich zu 60-75% selbst ernährt. Über Kartenverkäufe und über Sponsoring. Henk Täufer liebt die Herausforderung. Deshalb kauft er gemeinsam mit seinem Verein 2003 auch den in die Insolvenz geratenen Fontane-Club der Stadt Brandenburg ab. Im Club an der Jahrtausendbrücke betreiben Henk Täufer und seine Kollegen ein kleines Programmkino. Außerdem gibt es eine Bühne für Kabarett, Kleinkunst und Konzerte. Das hier war für mich völliges Neuland, weil ich bin da nicht ausgebildet worden als Manager und auch nicht für die Kleinkunst. Das war eine völlig neue Sparte, völlig Neuland, was ich betreten habe. Ich musste mich erst mal umtun. Was macht den Kleinkunst aus? Wo bekomme ich die Künstler her? Was sind die Guten? Was sind die Schlechten? Was gibt's überhaupt? Schauspieler, Manager und manchmal ist Henk Täufer auch Möbelpacker. Wieder geht ein Klostersommer zu Ende. Abbau der Bühne in der Brandenburger Johanneskirche. Der vereinseigene Flügel muss sicher zurück in den Fontane-Club transportiert werden. Nein, nein, ach Kinder, Künstler, zusammen. Und los. Hoch. Inzwischen hat Henk Täufer mit seinem Verein schon in fast allen Kirchen und Klöstern Brandenburgs Theater gespielt. Steht, wackelt, hat Luft. Gut. Und mittlerweile habe ich ein sehr geschultes Theaterauge. Ja, es gibt ja Leute, die finden Pilze, die haben das sogenannte Pilzauge im Wald. Ja. Ich habe das Theaterauge. Ich entdecke dann Orte, wo noch niemand früher Theater gespielt hat, wo man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Und wir machen dann jeden Flecken hier der Stadt zu einer Bühne. Henk Täufer entdeckt vor allem deshalb immer wieder neue Spielstätten, weil die Brandenburger ihre historischen Gebäude wie die Weltmeister sanieren. Auch die Johanneskirche hat schlechte Zeiten hinter sich. Ihre Westfront wurde im Zweiten Weltkrieg durch Bomben zerstört. Die Kirche wird für 3,7 Millionen Euro saniert. Im ganz modernen Look. Die zerbombte Westfront wird komplett aus Glas und Stahl wiederhergestellt. Ganz anders der Neustädtische Markt. Wirklich hübsch ist es hier nicht. Ein Parkplatz mitten in der Stadt. Die Brandenburger sind Schlimmeres gewohnt. 7 Jahre lang, zwischen 1996 und 2003, ist der Markt eine riesige Baugrube. Der Grund? Ein Streit zwischen einem Investor und der Stadtverwaltung über die geplante Bebauung.
Die Brandenburger nennen ihren Markt nur noch das Loch. Im Juli 2003 startet die Politikerin Dietlen Thiemann die Initiative Loch zu. Nachdem mit Schaufeln begonnen wurde, laden 19 LKWs Sand auf den neustädtischen Markt ab. Endlich ist das Loch weg. Auch heute noch sieht man viele Baustellen in Brandenburg. Doch die bleiben nicht so lang. Meistens werden Einfamilienhäuser oder Eigentumswohnungen gebaut. Denn die Stadt an der Havel mit ihren rund 72.000 Einwohnern boomt. Vor allem junge Familien lassen sich hier nieder. Hebamme Franziska Enzlen ist wieder zurück in ihre Heimatstadt gezogen. Ein Jahr hat sie nach ihrer Ausbildung in Hamburg gearbeitet. Doch das Heimweh war einfach zu groß. So schön wie Hamburg auch ist, aber man kann mit Brandenburg hier nicht mithalten, weil es was fürs Herz ist irgendwie. Allein hier so die Wasserlage, die Umgebung, die man so kennt, alles Vertraute, das ist irgendwie so schön. Hallo, Franzi. Seit 2014 betreut die Hebamme in Brandenburg schwangere Frauen, junge Familien und ihre Neugeborenen. Und wie war die letzte Nacht? Ein bisschen anstrengend. Er kommt im Moment nicht so richtig zur Ruhe, aber das hatten wir die Nacht davor auch schon. Der kleine Adrian ist erst 2 Wochen alt. Franziska Enzlen überprüft regelmäßig das Gewicht des Babys, um sicherzugehen, dass es gut zunimmt. Aber da wird ja gut zugenommen. Ja. Nichts anderes haben wir erwartet. Wie wir es gewohnt sind. Wie wir es gewohnt sind. Von diesem kleinen Prachtkerl. Oh, guck mal, wer da pullert. Oh. Yay! In die Steckdosen, da ist er am besten. Ja, genau. Wenn man dann auch die Geburt mal immer einmal so miterleben darf, das ist Wahnsinn, wenn man das so sieht. Und auch danach, wie die Kinder sich entwickeln, das ist ja auch alles ein sehr intimer Moment, ganz sensible Zeit auch, die ich damit begleite. Und dass die Familien einen da auch so mit reinlassen in diesen engen Kreis, das ist total was Besonderes und Schönes. Und ich glaube, damals fiel die Entscheidung wirklich, weil ich so dieses Wunder der Entstehung von so einem kleinen Leben, das fand ich einfach viel zu faszinierend. 5, 6, 7, 8. Freitagmorgen. Junge Mütter besuchen Franziskas wöchentlichen Kanga-Kurs. Ein Fitnessprogramm, bei dem die Babys immer am Körper getragen werden. Schön im Takt bleiben. Die Kurse von Franziska Enzlen sind immer ausgebucht. Noch 2-mal, dann nach hinten. Und. Die Geburtenrate in Brandenburg ist in den letzten Jahren extrem gestiegen. 2016 kommen im Brandenburger Klinikum zum ersten Mal seit 20 Jahren über 1.000 Babys zur Welt. Und das ist das Jubiläumsbaby, der 10 Monate alte Jurik. Ich wusste gar nichts davon und dann sagten sie mir nach der Mittag, ach übrigens, sie haben das Rennen um das 1.000. Kind gemacht. Und ich glaube tatsächlich, viele so aus meinem Jahrgang sind jetzt irgendwie dabei, Familie zu gründen. Mein Jahrgang war ein sehr geburtenreicher Jahrgang. So 87, 86 waren ja auch ganz, ganz viele Kinder. Und ich glaube einfach, dass die jetzt auch alle Kinder kriegen. Jetzt ist irgendwie so das Alter. Und deswegen glaube ich, ist die Geburtenrate, oder auch ein Grund, warum die Geburtenrate ja zu hoch ist. Der rasante Anstieg der Geburten führt allerdings auch zu Engpässen. In Brandenburg gibt es nur 14 Hebammen. Viel zu wenig für den Babyboom. Das habe ich jetzt tatsächlich häufiger in den letzten Tagen erlebt, dass Frauen erzählt haben, sie haben niemanden gefunden oder nur sehr, sehr schwer. Dann tut mir das im Herz schon sehr leid, weil ich denke, dass es was Wichtiges ist. Gerade so die Familien mit einem ersten Kind, die sehr unsicher sind oder wo vielleicht auch Probleme bestanden. Die brauchen gerade da gleich am Anfang die Unterstützung. Das passende Equipment für Babys wird in Brandenburg schon lange hergestellt. Um 1930 ist das Brandenburger Unternehmen Brennabor Europas größter Kinderwagenhersteller.
Gegründet wurde Brennerbohr 1871 von den Brüdern Reichstein, drei gelernten Korbmachern. Neben Kinderwagen stellt Brennerbohr bald auch Fahrräder, Motorräder und Autos her. In den 1920er Jahren wird das Unternehmen mit rund 6000 Angestellten zum größten Automobilhersteller Deutschlands. Die sagenhafte Erfolgsgeschichte Brennerbohrs endet abrupt nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Demontage des Werks. Heute ist einer der größten Arbeitgeber in Brandenburg das Elektrostahlwerk. Es wurde 1977 gebaut. Nach der Wende kaufte die italienische Riva-Gruppe das Werk der Treuhand ab. 300 Millionen Euro hat das Unternehmen seitdem in das Werk investiert. Heute beliefert das Brandenburger Stahlwerk nicht nur den deutschen Markt, sondern exportiert sogar in die USA oder Afrika. Momentan arbeiten hier rund 730 Angestellte. Einer von ihnen ist Rico Lorenz. Der Werkleiter stammt aus dem Erzgebirge und ist seit über 30 Jahren in der riesigen Industrieanlage beschäftigt. Ich sehe alle Stränge an Bord. Das heißt, wenn der oder alles habt, da keine Sorgen mehr. Rico Lorenz kommt 1985 nach Brandenburg. Im Stahlwerk beginnt er damals als Produktionsingenieur. Stahl ist für mich eines der Grundmaterialien, die die Wirtschaft braucht, die die Welt braucht. Es wird auch in 100 Jahren nicht ohne Stahl abgehen. Vielleicht werden sich ein paar Produktionsbedingungen verändern. Aber ich sage einfach mal, die gesamte Industrie ist darauf ausgerichtet, dass man mit dem Grundstoff Stahl arbeiten muss, um alle anderen Bedürfnisse zu befriedigen. Und das ist für mich, sage ich mal, eine Sache, die ist schon cool. Pro Jahr werden im Brandenburger Elektrostahlwerk rund 1,5 Millionen Tonnen Stahl produziert. Zuerst wird alter Schrott in riesigen Öfen zu flüssigem Stahl eingeschmolzen. Der geschmolzene Stahl verlässt die Öfen flüssig in Form von sogenannten Stranggussknüppeln. Aus diesen Knüppeln entstehen im Walzwerk des Unternehmens Draht. Ein Großteil des Drahtes wird direkt verkauft. Er landet im Inneren von Computern oder daraus entstehen Fahrradkörbe. Ein Teil des produzierten Drahtes wird aber auch direkt im Werk weiterverarbeitet. Hier entstehen zum Beispiel Stahlmatten, die in der Bauindustrie benötigt werden. Die Arbeit im Stahlwerk ist anstrengend. Da nachts der Strom billiger ist, wird hier eben nicht werktags, sondern werknachts von 20 bis 8 Uhr gearbeitet. Die Arbeiter müssen eine extreme Hitze aushalten. Im Sommer herrschen im Werk Temperaturen von bis zu 60 Grad. Es ist also schwere Arbeit, es ist heiße Arbeit und es ist natürlich auch zum Teil schmutzige Arbeit. Das bringt die Arbeit mit sich. Wobei man sagen muss, Arbeit schändet nicht und Schmutz schändet auch nicht. Ja, jetzt tut mir leid. Aber Telefon auf jeden Fall. Das Telefon von Rico Lorenz klingelt in der Stunde bis zu 50 Mal. Wenn es Probleme gibt, zum Beispiel eine Maschine ausfällt, muss der Werkleiter entscheiden, was nun die nächsten Schritte sind. Die Ränge 3 haben wir ja gestern das Problem gehabt mit der Schweißmaschine. Rico Lorenz trägt eine große Verantwortung. Er muss dafür sorgen, dass alle Maschinen reibungslos laufen. Nur so sind die vielen Arbeitsplätze im Brandenburger Stahlwerk langfristig sicher. Die Stahlindustrie ist ein hart umkämpfter Markt. Besonders die Konkurrenz aus China und Osteuropa nimmt immer mehr zu. Jemand, der sich nicht traut, Entscheidungen zu treffen, ist natürlich hier an der Stelle falsch. Es ist jeden Tag was Neues hier. Also jeden Tag, wenn man kommt, ist man nicht sicher, ob alles noch richtig ist. Das heißt, man hat jeden Tag eine neue Herausforderung. Nachwuchskräfte für das Stahlwerk werden hier ausgebildet, an der Technischen Hochschule Brandenburg. Absolventen können an der TU zum Beispiel Ingenieurwissenschaft, Maschinenbau, BWL oder Informatik studieren. You gotta
Eine Uni oder Fachhochschule hat Christian Heise nie besucht. Musste er auch nicht. Der gebürtige Brandenburger ist Profi-Skater. Noch vor der Wende wandert er in den Westen aus. In Westfalen steht er mit 11 Jahren zum ersten Mal auf einem Board. 2002 zieht Christian Heise zurück in seine Heimatstadt. Inzwischen gehört er zu den besten Skateboardern Deutschlands. Das Schöne am Skateboarding ist, dass es nicht nur um den Sport geht, sondern die ganze Kultur drumherum. Wenn du Skater bist, bist du eigentlich mit jedem gleich in einem Kontakt. Da zählt es nicht, wie gut du bist oder was du für Klamotten an hast, sondern dass du Skateboard fährst, eine gute Zeit zusammen hast. Zur Skaterkultur gehört auch Street Art. Regelmäßig veranstaltet Christian Heise Graffiti-Workshops. Für Kinder und Jugendliche aus Brandenburg ist dies die einzige Möglichkeit, legal zu sprayen. Denn öffentliche Graffiti-Flächen gibt es in der ganzen Stadt nicht. Das muss einfach mehr gefördert werden. Ja. Wir brauchen legale Flächen zum Sprühen. Wir brauchen ganz andere neue Ansätze, einfach, wo wir Jugendliche mehr abholen mit modernen Subkulturen und nicht einfach nur noch mit diesem breiten Sport, der einfach viele Jugendliche heutzutage nicht mehr zeitgemäß anspricht. Zwei, die in ihrer Freizeit nicht nur Fußball spielen wollen, sind Ole und Vincent. Die beiden gehen noch zur Grundschule, sind aber schon totale Street-Art-Fans. Ich habe auf YouTube geguckt, habe so meine ganz normalen Videos geguckt, so wie immer. Auf einmal sehe ich da so was Buntes, wie so jemand da an die Wand malt. Hab mich angeguckt, war total begeistert davon, habe gleich gesagt, mal, das will ich auch ausprobieren. Und dann bin ich halt zum Graffiti und Street Art gekommen. Hier kann man seinen Kopf sozusagen platzen lassen. Also man kann alles hinmalen, was man möchte und nicht an Häusern ranmalen. Dann beschweren sich wahrscheinlich alle Leute. Aber hier kann man viel besser malen mit einem guten Gewissen und das ist einfach auch gut. In Brandenburg an der Havel gibt es eine aktive Skate-Szene. Und sie wächst ständig. Christian Heise hält die Szene am Leben. 2015 erfüllt der Skate-Profi sich einen Traum. Er nimmt einen Kredit auf und eröffnet in der brandenburgischen Innenstadt den Never Enough Street Store. Wer keine Risiken wagt, kann auch nicht gewinnen, ja. Und also ich war mir dem immer bewusst, das zu machen und dass die Chance eigentlich größer ist wie die Gefahr. Und wir haben ein gesundes Wachstum, das klappt ganz gut. Machen kleine Brötchen, müssen natürlich auch unsere Rechnung bezahlen, das ist klar, aber ich denke, das klappt ganz gut. Mut zum Risiko mit dem Glauben an die Heimatstadt haben auch die Betreiber der Kaffeebar an der Jahrtausendbrücke. 2003 werden die Brückenhäuschen neu gebaut. Christiane Dierichsmann ist Tischler. Die Stadt Brandenburg fragt bei ihm an, ob er hier seine Möbel ausstellen will. Für eine Möbelausstellung ist das Brückenhaus zu klein, finden die Dierichs. Dennoch schlagen sie zu. In dem Moment waren wir gerade in Portugal im Urlaub an so einem ganz kleinen Strand. Da hinter uns war auch so eine ganz winzige kleine Espresso-Bar. Und so ist eigentlich die Idee entstanden, Mensch, da an der Brücke wäre doch das vielleicht ganz schön, wenn man da einen Kaffee aufmacht. Seit der Eröffnung 2004 ist die Kaffeebar der Hotspot in Brandenburg. Mit einem guten Kaffee bei schönem Wetter am Wasser sitzen. Für Christiane Dierichs Gäste die optimale Entspannung. Für die Chefin anfangs Stress pur. Das war natürlich am Anfang schon total aufregend, weil das für mich auch Neuland war. Ich war ja Quereinsteiger. Und ich kann mich noch erinnern, an den ersten Tagen hatte ich aber dann Stress, wenn meine Nachbarin hierher kam und ein Cappuccino wollte, weil ich noch nicht so richtig raus hatte, wie das mit dem Milchschaum geht. Aber das lernt man alles mit der Zeit. Von der Kaffeebar sind es nur wenige Schritte über die Straße. Und schon betritt man Christiane Dierichs zweites Reich. Die Pension Havelfluss. Der Name ist Programm. Neben 9 Zimmern vermietet Christiane Dierich hier 7 Flüsse. Stammgäste verlangen beim Buchen gleich wieder ihren Friedrich oder wollen unbedingt mit Hermann in See stechen. So heißen die Flöße. Sie alle haben männliche Vornamen.
dass es jetzt ausschließlich Männernamen sind, das ist eigentlich mehr oder weniger Zufall. Wir wollten, dass sie Namen bekommen, die entweder so einen naturwissenschaftlichen oder regionalen Bezug haben. Und deswegen ist zum Beispiel Alexander von Humboldt dabei. Mein Vater, Karl-Heinz, ist auch dabei. Ja, so ist das entstanden. Holm und Sophia wollen heute mit dem Floß einen Tagesausflug machen. Sie sind gebürtige Brandenburger, studieren inzwischen aber in Leipzig und Frankfurt. Gerade sind Semesterferien, eine gute Gelegenheit, um sich in der Heimat vom Uni-Stress zu erholen. Und das geht natürlich am besten auf dem Wasser. Die Flöße haben einen 8 PS-Motor und dürfen auch ohne extra Führerschein gefahren werden. Das ist ganz einfach. Also es fährt sich eigentlich so ähnlich wie ein Auto. Es hat ein richtiges Steuerrad, also nicht eine Ruderpinne oder so, sondern ein richtiges Steuerrad. Und wir geben ja auch eine Einweisung. Das dauert so, weiß ich, 30 bis 40 Minuten. Da erklären wir alles. Und dann kann es schon losgehen. Anscheinend ist Floß wirklich noch einfacher als Fahrradfahren. Also hier habt ihr das ganz normales Zündschloss. Ja, so ist der Motor an. Und wenn ihr einen Gang einlegen möchtet, drückt ihr vorher hier diesen Knopf und könnt dann den Ganghebel bewegen. Vorwärts ist nach oben, so ist Leerlauf und Knopf nach unten ist der Rückwärtsgang. Ein großer Vorteil gegenüber Motorbooten? Die Flöße sind viel leiser. Fast lautlos gleiten Holm und Sophia über die Havel. Wir jetzt im Studienalltag haben oft viel Stress, mal rauszukommen, aufs Wasser zu gehen und mal die Geschwindigkeit nicht selbst wählen zu können, sondern einfach mal sich den Wellen ein bisschen zu überlassen und dem See zu überlassen. Einfach auf dem Boot dahin zu gleiten, das ist wirklich sehr, sehr schön. Auch das Anlegen geht mit den Flößen leichter als mit Booten, da sie nicht so schnell aufsetzen. Sophia und Holm haben ihr Ziel erreicht. Eine kleine Insel im Beetzsee, die den exotischen Namen Acapulco trägt. Ob die Insel Acapulco heißt, weil vielleicht der Brandenburger sich gewünscht hat, auch ein bisschen sein Fernweh hier auszulegen, das weiß ich nicht so genau. Weil schön ist, die Insel ist schön klein. Das heißt, man kann auch abends, wenn man hier drauf ist, man fast alleine oft. Das ist, glaube ich, was ganz Besonderes. Also ich finde das was Besonderes. Bei ihrem Floßausflug geht es Sophia und Holm wie vielen Touristen und Einheimischen. Vom Wasser aus entdecken sie einmal mehr, wie schön Brandenburg an der Havel ist. Also Brandenburg ist die Stadt am Fluss. Man hat diese brandenburgische Kultur, ja, auch diese ostdeutsche Kultur noch. Es war aber fast ein maritimes Gefühl. Also mittlerweile haben wir Freunde, die von der Ostsee kommen. Und die kommen hierher und fühlen sich sehr, sehr wohl. So viel Wasser, wie man hier hat, hat man, glaube ich, sehr, sehr selten. Wake up!